Willkommen zurück bei Minecraft. So, ich habe mir gedacht, ich nehme ein bisschen im Voraus auf, denn ich habe nächste Woche kaum keine Zeit, also die Woche vom und bin auf Abschlussexkursion auch genau. Deswegen werde ich mal vorproduzieren und deswegen gehe ich jetzt mal ins Bett. Und ich habe mich hier ein bisschen offscreen hingestellt und habe ein bisschen gefarmt und so weiter und so fort. Unter anderem fast 5 Stacks Wolle und ich habe mich schon 5 Stacks orange Wolle ungefähr. Die habe ich jetzt in die Kisten reingeschmissen, aber was zuerst noch wichtiger ist, ich baue hier endlich den versprochenen Redstone-Eingang. Ich will nicht erst mit der 1.5 bauen, und zwar dann den speziellen, sondern nein, ich mache den versteckten Eingang quasi. So, wir haben hier 3 und dann mache ich es hier rein einfach. Einfach hier rein. Hier kommen die Pistons dann rein, genau. So will ich das machen und nicht anders. Es ist halt nur die Frage, ob ich das dann sehen kann von draußen oder nicht. Das will ich natürlich verhindern. Aber normalerweise müsste es sich ausgehen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Müsste noch ein bisschen nach hinten gehen, der Raum. So. Das muss ich jetzt alles mal wegbauen. Hilft nichts, dass ich hier mal Platz habe für die Konstruktion. So. Ja, fangen wir mal auf dieser Seite hier an. Was ich im Moment nicht brauche, ist Wasser. Auf gar keinen Fall Wasser. Essen brauche ich auch nicht, wie es ausschaut. Ich brauche Redstone, Fackeln, Repeater, Pistons. Passt. Okay, die Fackel könnte ich da, weil ich sie so austausche. Gut. Ausgefahrener Zustand sollte es dann... Nein, nicht so, sondern so sein, genau. Also im Eingefahrenen. So. Das wären dann die 4-mal. Und was sagt denn die Konstruktion, die ich haben wollte, so... Glaube ich, war es das. Oder wenn beide raus wollten. Genau. Das ist schon mal gut zu wissen noch. Und genau, dann haben wir das so noch 2 nach hinten. Hier war eine Höhle. Okay. Das heißt, ich muss hier in der Höhle ein bisschen ausleuchten noch. Dass wir keine bösen Überraschungen bekommen. Hier. Oh, das sehe ich schon wieder aus. Okay. Alles klar. Wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich bin ich schon auf Abschlussexkursion. Da habe ich natürlich keine Zeit zum Aufnehmen, beziehungsweise zum Hochladen. Deswegen will ich das jetzt schon mal machen, im Voraus ein bisschen. Tap, tap, tap. Ich habe das natürlich schon probiert. Genau so. So, das müsste jetzt passen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, so ist es auch. Dann haben wir das, das, das. Und dann geht das Fütter schon mal nach unten. Perfekt. Und das gleiche machen wir auf dieser Seite dann auch nochmal. Und zweite Spitzhacke ist noch da, sehr schön. Und das zweite dann noch da drüben, genau. Dann passt doch wieder alles schön. Wie weit muss ich rein? 7, glaube ich, insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, mindestens 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schaut schon mal gut aus, dass ich hier reinkommen kann. Yep. Passt. Und hat Luft. Passt, wackelt und hat Luft. Ah, das kommt auch in der Höhle hier raus. Nice. Zu wissen. Aber kann das die gleiche Höhle sein? Ja, nur die andere Seite. Ah, okay. Alles klar, alles klar. Das haben wir damals alles zugebaut, als wir den Gang hier reingepflastert haben. Stimmt doch. Schon fast wieder vergessen. Huch. Nein, so will ich das nicht. Aber so und so. Perfekt. Perfekt. Dann haben wir das hier rein. Wieder dann hier. Boah, das war falsch. Verdammt. So. Hier und hier und hier und hier und hier. Alles klar.
hier einmal, einmal. Bam, bam. Also das muss ich ja auch noch mit einem Repeater machen. Und so und so und so. Das müsste natürlich auch funktionieren. Jawohl. Dann können wir das unterirdisch quasi jetzt verbinden. Ja, können wir. Und zwar so machen wir das gleich. Oder? Naja, ich grab den Boden mal weg. Und dann halt wieder, wie beim alten Haus damals schon, können wir dann den Eingang machen. Aber jetzt muss ich auch noch hier hoch. Wo machen wir denn ungefähr den Eingang hin? Ich würde sagen, hier die Druckplatten. Würde ich jetzt spontan sagen. Das heißt, ich muss auch hier runter. Und so halt irgendwie. Denn da packe ich dann den Stein hin, der dann das zum Aus... Huch, falsch. So. Den packe ich dann so hin. Und das kann ich dann ja so machen, denn dann verbindet sich das hier auch nicht gut. So. Einmal hier so. Einmal, zweimal, das kommt hier hin. Das heißt schon mal. Jawohl. Das funktioniert schon mal. Jawohl. Alles klar. Das passt schon mal. Gut, gut. Wie, ja, jetzt muss ich das natürlich wieder wegklopfen hier, weil ich daran nicht gedacht habe. Und. Ah, gut, das ist schon ein Stack. Gut. Und jetzt halt es wieder irgendwie rauskommen quasi. Das muss ich dann halt unterirdisch nochmal miteinander verbinden. Muss ich einmal hier durch. So. Yep. Einmal hier durch. Toll, jetzt komme ich auch nicht mehr hier hoch, oder was? Dam, dam. Hier hoch. Einmal noch rein. Und hier hoch. Oder? Doch nicht. Ich muss es irgendwie anders hinbekommen, denn ich will hier hinter dann quasi das Redstone haben, ja. Das heißt, ich muss irgendwie hier runterkommen. Geht das? Ich weiß nicht. Egal. Dann müssen wir das irgendwie anders lösen. Quasi. So aber. Müsste das funktionieren. Ja. Das müsste verbunden sein. Alles klar. Jetzt dürfte das Signal auch lang genug sein. Und Action. Jawohl. Funktioniert alles. Sehr nice. Dann haben wir das Problem hier quasi Redstone-Leitung schon beseitigt. Naja, komm, das mache ich hier hinten noch zu, denn falls ich jemals wieder zur Höhle irgendwie huch, brauche oder so, weiß ich ja, aha, das schaut sehr natürlich gebaut aus von mir, sagen wir so. Und dann merke ich gleich, dass das nicht korrekt sein kann, dass man hier bauen kann und so weiter. Bla. So, aber jetzt. Passt. Gut, dann haben wir den ersten Teil wieder erledigt, das was ich heute vorgehabt habe. Das ist doch mal sehr gut zu wissen, dass ich doch auch in Zeit irgendwas schaffe mal, was Nützliches.
Und ich würde sagen, wir legen die Sachen mal ab hier in die Kisten. Und dann habe ich die nächste Idee, die ich jetzt im produktivsten Part wahrscheinlich hier gemacht habe. Machen. Oh, da hätte ich sogar noch gehabt, na egal. Produktivsten Part, den ich hier gemacht habe, machen werde ich hier jetzt noch. Und so, was brauche ich denn noch im Inventar? Das brauche ich nicht im Inventar, das könnte hier rein statt der Wolle, die ich ja gefarmt habe, so brav heute schon. So. Und so weiter und so fort. Was wollte ich denn noch? Klostern habe ich ausgebaut, Scheiben vielleicht noch. Ja. So, jetzt kann ich mal den Wollboden weiter ausbauen da drinnen. Das ist doch mal sehr gut für den Anfang, dass ich das machen kann. Und dann habe ich wenigstens auch gleich eine Arbeit hier. Dann kann ich wenigstens hier den ersten Raum schon mal auf Orange ausbauen. Quasi. Und ich könnte hier doch gleich meinen Kistenraum reinmachen, den neuen. Warum eigentlich nicht? Aber was? Oder ich könnte noch oberhalb reinbauen. Ich weiß es noch nicht ganz. Ich weiß es eben noch nicht ganz. Das ist halt hier die Frage, was man hier reinbauen sollte. Was, wie das aussehen sollte dann nachher. Und so weiter. Ich habe vielleicht noch eine verrückte Idee. Aber mal gucken, wie das ausschaut. Das werde ich dann nachher gleich in meiner Probewelt versuchen natürlich. Und hier brauche ich natürlich die Schere statt der Schaufel im Inventar. So. Und natürlich die angebrauchte Axt. So. Haben wir hier den ersten Raum mal. Soweit. Türe. Bam, passt. Wackelt und hat Luft. Und das war mal der erste Raum. Den Raum hier machen wir auch gleich orange. Orange Wolle. Oh ja. Das ist unsere Schwäche hier, zumindest meine. Und freue mich schon auf mehr Schabernack hier, wenn ich jetzt treiben kann mit orangefarbener Wolle. Oh ja, orangefarbene Wolle. Jetzt im Kino. Quasi. Aber halt nicht wirklich. Und ich bin komplett motiviert im Moment überhaupt aufzunehmen. Mir gefällt das Ganze so wieder, da ich so schön viele Abonnenten bekommen habe im Jänner. Da nimmt man doch gleich viel mehr auf, da es auch viel mehr positive Rückmeldung trifft. Das, was ich mache. Und natürlich werde ich das hin versuchen weiterzumachen. Mal gucken, was sich da noch so ergibt in den nächsten Tagen, Wochen und so weiter. Denn ich liebe das Aufnehmen hier und das Reden mit euch quasi. Es ist einfach nur grandios. So. Ja, wir machen das so. Komm schon, das geht doch so. Mache ich das nochmal einen weg. Ich hoffe, ich habe hier... Oh, da kommen dreckige Tatsachen zum Vorschein. Aber solange das nicht eine Seitenwand ist, wollte ich gerade sagen. Hier ist es einmal in der Seitenwand. Alles ist schnell ausgebessert. Na, kurzer Ruckler, da wird sich bald irgendwas geöffnet haben im Hintergrund. Kein Problem. Und so können wir dann schön hier auch den Raum anpassen, wie wir es brauchen. Auch hier orange Wolle. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hier drin. Ja komm, machen wir überall orange Wolle, ist es eh doch eh egal eigentlich. So. Bauen wir es halt. Wir haben es doch im Moment. Und dafür habe ich mich Ewigkeiten hingestellt. Also, wenn ich das jetzt nicht verwenden würde, wäre es doch Wahnsinn. Ich habe, glaube ich, mich mindestens eine Stunde, eine halbe Stunde hingestellt. Also mir kam es halt wie eine Stunde vor. Bin mir halt nicht sicher. Und habe mich da eben hingestellt und gewartet und gewartet und gewartet. Bis halt irgendjemand mal halt Wolle hatte von den Schafen. Ich könnte das doch jetzt, hier haben wir drei, das heißt, ich könnte das hier nach vorne verschieben. Mache ich jetzt auch.
Das ist nämlich eine gute Idee und spart etwas Wolle auch. So, das heißt, ich kann hier hochgehen. Quasi. Da haben wir gleich nochmal eine Verschönerungsidee gefunden. Finde ich nett. Mal gucken, ob wir eh nirgends hier rauskommen. Aber anscheinend passt es doch grandios hier. Und jetzt bauen wir mal da in die Höhe. In die Höhe damit. So, und da haben wir den Salat. Zum Beispiel schon mal. Aber geht sich das schöner aus, dann haben wir hier oben auch natürlich mehr Platz. Und das ist doch, was wir uns wünschen. In diesem berglastigen Haus. So. Ja, passt. Wackelt und hat Luft. Und die Spitzhacke ist down gegangen, aber wir haben ja hier unseren Crafting Table, der uns nie im Stich lässt. Bisher. Und immer perfekt stehe ich daneben, immer vorbereitet. Unglaublich, aber wahr. Wie es aussieht so. Da habe ich schon wieder zu viel gebaut. Egal, hilft nichts. Genau, da wollte ich nochmal bis hier hinten zurückbauen und dann passt das hier alles schön zusammen. Oder? Habe ich hier einen Fehler gemacht? Natürlich. Das war um 1 zu weit. Naja, oft geht blöd. Aber wir haben es ja. So. Und das heißt, ich kann wieder... ich glaube, das wird zu wenig sein. Ja. Umbauarbeiten hier extrem. Und jetzt können wir mal wieder frische Steine holen. Und Steine wieder in den Ofen tun. Quasi so. Einmal EP. Zweimal EP und wieder rein. So. Ah, da kommt der Zombie und will rein. Hier quasi. Haben wir hier eh nicht auf schwer, dass der reinkommt. Aber doch, das will ich nicht. Das mache ich auf normal lieber. Nix da, Zombie. Alles klar. So. Da haben wir doch schon mal Level 5 wieder. Ich könnte aber noch später auf schwer stellen, aber im Moment will ich halt nicht, dass jetzt ein Zombie zu mir hereinkommt. Also, Steine sind wieder drinnen. Und Steine können wir nur schnell ablagern, auch wieder so. Gut. Und jetzt haben wir neues Essen, sehr schön, zum Anbrauchen. Nämlich endlich mal die gebratenen Kartoffeln, die ich schon so lange essen will. So, und dann... Ah, jetzt hätte ich die Stufen auch mitnehmen können. Egal, hilft eh nichts. So, aber hier bauen wir weiter. Ist das überhaupt... Na, ich weiß nicht, ob das doch vielleicht die richtige Höhe gewesen wäre. Ja, ich brauche Stufen, es hilft nichts. Das kann ich mir das nicht vorstellen. Welche Stufen hauen wir denn hier rein? Das ist jetzt die Frage. Auch die Stufen hier? Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Haben wir denn überhaupt noch? Kaum. Aber das leisten wir uns jetzt mal. Das leisten wir uns jetzt mal. So. Ich brauche ja eh nicht so viele Stufen. 32, das dürfte doch mal reichen. Wenn nicht, kann ich eh noch mal runterkommen, dann dürfte ich noch mal genau so viele haben, dass ich zurechtkomme. So. Und jetzt platzieren wir die mal hier rein, die holzigen Stufen. So, und immer schön hoch. Aber auch richtig platzieren wäre nicht schlecht gewesen. Aber wir begeben uns immer schön hoch hier. Nicht vergessen. So. Hier kann ich oben anspringen. Und hier passt es so auch. Nein, tut es nicht. Also hätten wir es doch so lassen können. Naja.
Wie auch immer. So. Vor dem ist es 5 hoch. Und vor dem ist auch 5 hoch, ja, also passt's. Jetzt. Gut, dann hier das rein. Und dann wieder die Türe ins Inventar genommen. Und rein da. Obwohl, hier könnte man den Raum nach unten öffnen quasi schon. Und hier einen doppelstöckigen Ding reinmachen. Okay, den Raum lasse ich mal offen. Den Raum lasse ich mal so, wie er ist. Gut. Dann können wir hier den Boden reinschmeißen. Auch kein Problem. Und oben lasse ich ihn auch noch. Denn ich brauche noch ein paar Dinge. Und ja. Die muss ich mir erst besorgen. Wie Nether. Wie in den Nether nochmal zu gehen und uns die Lohenstäbe zu besorgen. Denn ein grüner Freund ist hier. Oh mein Gott, ich muss mich mal richtig hinsetzen hier. Das gibt's doch gar nicht, wie ich schon wieder sitze. Was für eine dämliche Position. Yep, und die Maus gleich direkt verschoben. Ach, er tut so weh. So, mein Hintern natürlich. Nicht der Creeper, also noch nicht. Creeper. Wo ist er denn? Oh, das ändert nicht gut. Nein, Glowstone. Dumme Idee. Dumme Idee. Verdammt. Natürlich nicht. Und jetzt habe ich einen Staub zu wenig, oder wie? Ach Gott. Verdammt. Jetzt sage ich dann nur verdammt hoch 2. Gut, dann holen wir uns halt wieder das Benötigte. Und zwar 2x Glowstone, die wir jetzt ja verloren haben. Was brauche ich denn noch? Ah ja, das war der Bogen, den wir verzaubert haben. Das wollte ich euch noch zeigen. 2 Stärke 4, Unendlichkeit 1 und Flamme 1. Also ein perfekter Bogen quasi. Jetzt müsste nur noch Haltbarkeit oben sein. Aber das hauen wir sicher noch irgendwann mal drauf. Habe ich Erde? Ja, Erde habe ich auch. Gut. Erde habe ich auch. Gut. So, und das ist wie mal eine Kartoffel. Yummy. Ein bisschen Sour Cream Sauce wäre noch geil dazu, aber naja. Ich glaube. Ja, jetzt passt es wieder besser. Und da könnte ich dann auch noch eine Doppeltreppe oder eine Doppelleiter natürlich hoch machen. Aber mal gucken. Und hier, brack. Wenigstens sehr schön rausgesprengter Creeper. Muss ich ihnen lassen. So. Dann das Gesprengte wieder hier weg. Aber was macht denn der hier? Ist ja nicht ausgeleuchtet wahrscheinlich. Muss ich gleich mal nachsehen. Das war quasi Bumm und Bang. Der konnte sich nicht mehr beherrschen und ist einfach explodiert. Nur wegen meiner puren Anwesenheit. Verdammt. So, und ja, nee. Oder doch. Nee. Machen wir es besser so. So ist besser. Ja. Und hier natürlich dann die Fackeln anbringen. So, das dürfte doch perfekt. Ja, perfekt. Und hier auch nochmal so in der Höhe abgegrenzt. Ja, passt doch. Passt doch. Oder? Na ja, komm, so ist gut. Und dann bauen wir hier nochmal das hier. Und das hier hier. Ja, das hier hier. Gut. Hier können wir dann quasi eine Chill-Ecke oder vielleicht noch irgendwas anderes machen. Keine Ahnung. Vielleicht ein paar Panoramafenster.